Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, wir befinden uns, wie ich schon gemutmaßt habe, in der Nähe vom ausgestoßenen Gasthaus, so hieß es. Ich war mir nicht sicher, ob es das abtrünnige Gasthaus war oder das abgefallene, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir am richtigen Gasthaus. Und, oh, hier sind ja überall Dedra, hallo? Ich wollte doch nur Leramiel treffen. Da ist sie. Oh, ich glaube, sie kann nicht rein. Entsandte. Die Dinge stehen schlimmer als gedacht. Ja, irgendwie sieht das schon so aus, ja? Ich bin froh, dass ihr hier seid, Entsandte. Fäden des Schicksals ranken sich in einem stetig wachsenden Knäuel um das ausgestoßene Gasthaus und lassen mit jeder Windung das Band zwischen Ursache und Wirkung weiter zerfasern. Sollte es ganz reißen, wären die Folgen verheerend. Was sorgt für diese Verschlingungen, Leramiel? Ihren Ursprung kann ich nicht entdecken. Hermeus Mora gab mir die Fähigkeit, die Fäden des Schicksals wahrzunehmen. Diese Verschlingungen überwältigen genau diese Gabe, sobald ich versuche, mich dem Gasthaus zu nähern. Jemand ohne eine solche Sicht muss an meiner Stelle handeln. Damit seid ihr gemeint. Was soll ich für euch tun? Tretet durch die Verschlingung und in das Gasthaus. Findet die Quelle dieser Störung. Haltet sie um jeden Preis auf. Ich kann euch nicht dabei helfen. Ihr werdet allein gegen eine Kraft standhalten müssen, die Schicksale verschlingt und die Wirklichkeit zerfasert. Seid erfolgreich und ihr werdet belohnt. Immer diese Belohnungssachen, ne? Ich kann auch so Leuten helfen, die ich mag. Ich gehe in das Gasthaus und ich suche die Quelle dieser Störung. Wenn wir zulassen, dass die Schicksalsverschlingung bestehen bleibt, bricht unsere örtliche Wirklichkeit bald zusammen. Kurz gesagt, würden wir alle zu existieren aufhören. Betretet das Gasthaus, während ich dieses Phänomen erforsche. Und beeilt euch, Entsandte. Schon auf diese Entfernung bereitet die Störung mir große Pein. Was brachte euch hierher, Leramiel? Ich spürte eine Störung, als ich eigene Ermittlungen anstellte. Als ich hörte, dass ihr eine Erinnerung Itelias gesehen habt, die etwas mit diesem Ort zu tun hatte, wusste ich, dass wir mehr erfahren müssen. Leider hält meine Fähigkeit, Störungen wahrzunehmen, mich auch im Zaum. Was könnt ihr mir über dieses Gasthaus erzählen? So wie ich das verstehe, war es vor alledem ein nicht weiter bemerkenswertes Gasthaus. In Skingrad erfuhr ich, dass ein neuer Besitzer es unlängst erworben und mit Instandsetzungsarbeiten begonnen hatte. Viel mehr weiß ich nicht. Vielleicht kann jemand, den ihr drinnen findet, euch mehr erzählen. Erzählt mir mehr über die Bedrohung, die ihr hier wahrnimmt. Ursache und Wirkung formen unsere gesamte Wirklichkeit. Selbst Magicka hat eine bekannte Quelle. Mundus existiert als eine kaskadierende Abfolge von Handlungen und deren Ergebnissen, auch wenn wir manchmal weder das eine noch das andere wahrnehmen. Das Ereignis im Kern dieses Schicksalsknäuels entkoppelt beide. Was soll das bedeuten? Stellt euch vor, ihr schwingt eine Klinge, doch sie weigert sich, durch die Luft zu schneiden. Oder ein Guar, der plötzlich über jemandem auftaucht und auf ihn herunterfällt. Oder schlimmer noch, eine Stadt, die in Flammen aufgeht, ohne dass auch nur ein einziger Funken geschlagen worden wäre. Das Leben wäre unhaltbar. Geht, wohin ich nicht kann, Entsandte. Entwirrt den Schicksalsknoten. Machen wir. Komm ich das so durch? Ja. Okay. Hier laufen Geister rum. Hallöchen. Wer bist noch du denn? Eine Erscheinung. Oh, ihr seid echt. Bitte kommt rein. Was kann ich euch bringen? Ja, ich bin echt. Der war's, glaube ich, nicht. Ja, bitte kommt herein. Bleibt eine Weile. Achtet nur nicht auf den Riss am Himmel draußen oder diese Schatten. Denkt nicht an sie und trinkt etwas. Na schön. Ich kann sie auch nicht einfach ignorieren. Es fing alles mit dieser Frau da an, die an dem Tisch am Feuer sitzt. Ich glaube, ich kenne sie. Ihr Name ist Itelia. Sie ist mir so fremd wie ein Skeverhintern. Und es kümmert mich nicht, wie sie heißt. Doch sie ist auf jeden Fall die Ursache meiner Probleme.
Gleich nachdem sie ankam, veränderte sich der Himmel und diese Schatten begannen in meinem Gasthaus umherzustreifen. Dann setzte sie sich ohne ein Wort ans Feuer. Sie hat gar nichts verlangt? Rein gar nichts. Doch ein guter Gastwirt kann erraten, was ein Gast braucht. Und sie braucht etwas zu trinken. Etwas, was sie aufweckt. Eine Himmelsranddämmerung. Ich kann meine Kundschaft aber unmöglich mit diesen Schatten allein lassen. Könntet ihr zum Brunnen gehen und ein bisschen Wasser holen? Dann wären eure Getränke umsonst. Ich gehe für euch Wasser aus dem Brunnen holen. Der Brunnen ist hinten auf dem Innenhof. Bringt mir einen Eimer Wasser und ich mische eine Himmelsranddämmerung zusammen. Ach, die sollte sie zum Reden bringen. Danach kann ich sie bitten, weiterzuziehen und diese Seltsamkeit mitzunehmen. Sie macht meinen Gästen Angst. Habt ihr versucht, sie darum zu bitten, dass sie geht? Alle guten Gastwirte wissen, wann man jemanden in Ruhe lässt und wann man ein Schwätzchen hält. Wenn hier nicht diese Schatten herumschweben würden, würde ich die Frau am Feuer auch gar nicht weiter behelligen. Aber sie hat auch etwas an sich, was mir Furcht einflößt. Warum nennt ihr sie Schatten? Mir fällt kein besseres Wort ein. Geist? Das sind keine Leute. Sie haben nur auf verstörende Weise die Form von Leuten. Ich glaube, sie wollen sprechen. Aber sie geben keinen Mucks von sich. Genau in dem Augenblick, als die Frau am Feuer durch die Tür trat, tauchten sie auf und der Himmel bekam Risse. Könnt ihr mir etwas über den zerbrochenen Himmel erzählen? Erst sah ich den Riss nicht. Das Licht, das durch die Fenster fiel, wurde düsterer, was schon unheimlich genug war. Als ich meinen Kopf hinausstreckte, um zum Himmel hinaufzusehen, war er da. Vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber ich könnte schwören, diese Risse werden jedes Mal größer, wenn ich nach oben sehe. Erzählt mir vom ausgestoßenen Gasthaus. Ich habe es vor fast einem Jahr gekauft. Es ist altkolovianisch, aus der späten ersten Ära, hat man mir gesagt. Die Verkäuferin behauptete, Rehmann der Dritte hätte hier genächtigt. Doch ich habe keine Ahnung, woher sie das wissen will. Ich hatte große Träume für dieses Gasthaus. Ich weiß nicht, ob sie sich jetzt noch erfüllen werden. Was für Träume? Ich wollte dieses Gasthaus in ein hochklassiges verwandeln, das für seine außerordentlich ungewöhnlichen Getränke bekannt ist. Alles zu einem vernünftigen Preis für den gemeinen Reisenden. Ich braue meine eigenen Rezepte, wisst ihr? Jeder verdient ein Getränk, das mit Können und Sorgfalt zubereitet wurde. Warum nennt man es das ausgestoßene Gasthaus? Beinahe jeder Gastwirt, bei dem ich in die Lehre ging, warf mich hinaus. Sie meinten, meine Einfälle für Getränke wären zu kompliziert. Das hat damals richtig wehgetan. Als ich es mir leisten konnte, mir ein eigenes Gasthaus zu kaufen, benannte ich es danach, wie ich mich damals gefühlt hatte. Denen habe ich es gezeigt, was? Wolltet ihr schon immer Gastwirt werden? Immer. Die Zubereitung von Getränken ist wie Alchemie und ich kümmere mich gern um Fremde. Ich hatte schließlich jemanden gefunden, der an mich glaubte. Millie. Sie schlug vor, dass ich dieses Gasthaus kaufe und sie schoss mir einige der Mittel dafür vor. Dieses Gasthaus darf nicht schließen, um ihren Glauben an mich zu ehren. Okay. Ja gut, wenn das Gasthaus wirklich gut läuft, ach, da hinten ist schon wieder so eine Erscheinung, dann hat er es ihnen natürlich gezeigt. Wenn es jetzt aber nicht gut läuft, dann, naja. Gut, untersucht das ausgestoßene Gasthaus tiefer. Der Brunnen ist draußen, oder? Wenn ich das richtig sehe. Wird das hier so komisch angezeigt? Nee, hä? Wo ist denn jetzt der Brunnenbusch hin? Das ist doch geradeaus rechts irgendwo. Aber hinter der Mauer, oder nicht? Wie komme ich denn da hin? Hä? Ja! Moment. Jetzt bin ich verwirrt. Ich hatte doch keine Möglichkeit, da irgendwo hinzugehen. Ich habe doch nur das hier. Oder kommt man... Nee, da ist auch zu. Okay, jetzt bin ich eindeutig verwirrt. Besorgt einen Eimer für den Brunnen.
Aber der müsste doch eigentlich hier sein, oder nicht? Da komme ich aber... Was ist das eigentlich für ein ekelhaftes Zeugs hier? Da komme ich aber nicht hin. Untersucht das... Besorgt einen Eimer mit Brunnenwasser. Das heißt, hier müsste theoretisch dann der Brunnen sein. Aber wo bekomme ich den Eimer her? Jetzt ist ja gerade noch eine Kiste aufgetaucht. Jetzt kann ich wieder nicht gucken. Leute, so geht das aber nicht hier. Ich meine, ich bin ja froh über jede Truhe, die ich hier finde. Auch wenn das natürlich mit meiner Main besser wäre. Nicht mit dem Let's Play Account, aber... Na gut, ich finde hier aber trotzdem keinen Eimer. Bin ich jetzt... Ich schaue mich jetzt mal unabhängig von den Zeichen, die hier wieder so verwirrend sind, mal eben um. Es ist verwirrend. Es ist wirklich verwirrend gerade. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie an mir liegt, dass ich jetzt mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe. Oder was das jetzt genau ist. Jetzt laufe ich hier einmal im Kreis herum, aber hier ist doch überhaupt gar keine Markierung mehr. Ja. Ihr verwirrt mich, Leute. Ihr verwirrt mich wirklich. Ja. So. Das ist wahrscheinlich irgendwo, wo wir jetzt noch gar nicht sein sollten, nehme ich mal an. Oh, hier ist ein Buch. Offene Rechnung. Okay, nicht ganz so interessant, wie ich gehofft hatte, aber eine offene Rechnung. Wie, ich kann hier nicht reiten. Ich bin hier gerade schon geritten. Hallo? Da drinnen kriege ich das jetzt aber nicht, oder? Da ist... Können wir mal eben gucken, wo... Achso, das ist eine andere Seite vom Gasthaus. Oh, jetzt sagt mir nicht, dass wir das im Gasthaus holen sollten. Nee, da hinten sollen wir wieder rausgehen. Da war der Gastwirt. Das ist aber jetzt ein komplett anderer Teil. Innenhof. Ah, da sind wir doch jetzt woanders, oder? Sehe ich das richtig? Ja. Sehr schön. Ja, kannst mit Funke spielen. Ich gehe schon mal vor. Ich erwarte dich drinnen, Funke. Ich glaube, die hatte gewonnen, hättet. Ach, gut. Ich habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Mir, bitte. Ja, sollen wir nicht erst mit dem Gastwirt reden? Na gut. Ich wusste nicht, ob ihr mich verstehen könnt. Mein Geist ist ein Sturm von Bildern, Stimmen und Erinnerungen. Ich sehe alle Wirklichkeiten auf einmal. Die vielen Pfade. Doch mein Halt in dieser Ebene bröckelt. Doch ihr. Ich sehe, dass ihr echt seid. Wir unterhielten uns in Elenglyn. Was hat euch hierher geführt? Das haben wir, nicht wahr? Dann wisst ihr, dass mein Name Itelia ist. Ich bin, was Sterbliche eine Daedra-Fürstin nennen. Diese Echos. Ich habe sie beschworen. Aus Versehen. Ich verliere die Kontrolle. Das Gasthaus. Es zog mich hierher. Verlangte nach mir. Ich brauche etwas, was es mir bieten kann. Ihr hattet die vielen Pfade erwähnt. Was ist das? Möglichkeiten, Wahrscheinlichkeiten, Orte, an denen das Schicksal einen anderen Kurs nimmt. Manche führen hierher, andere dorthin. Und einige wenige führen anderswohin. Aber dieser Ort hier, er hat etwas, das ich brauche. Was braucht ihr? Ein Wort steigt aus dem Sturm auf. Weisentraum. Ja, das ist es. Ein Getränk, glaube ich. Es schmeckt nach Zusammenhalt, Zugehörigkeit. Der Gastwirt bittet ihn, mir diesen Trunk zuzubereiten. Schnell, bevor der Sturm mich wiederholt. Ich bitte den Gastwirt, Weisentraum für euch zuzubereiten. Ich erinnere mich an so wenig über mich selbst. Warum ist das so? Hat jemand... Ja, Mora, er war es. Aber der Weisentraum,
Ich weiß, er kann mir helfen. Bitte, fragt den Gastwirt. Ich bin sicher, er weiß etwas. Ja, ja, ich frag ihn. Aber ich muss erstmal eine ganze Story durchfragen bei euch. Erzählt mir, woran ihr euch erinnert. Ich bin Itelia, die dädrische Fürstin der Pfade, die Herrin der unbereisten Straße. Ich bin verwirrt. Manchmal drängt sich ein Ereignis in mein Gedächtnis. Furcht, Wut und Resignation brechen zugleich hervor. Dann verliere ich den Halt und vergesse wieder alles. Ihr sagtet, das Gasthaus zog euch hierher? Es ist mühsam, sich zu erinnern. Ich schaffe es nicht, Einzelheiten aus dem Chaos ineinander laufender Wirklichkeiten herauszufiltern. Da war Dunkelheit. Dann sah ich ein Licht in der Ferne. Das Licht wurde zu diesem Gasthaus. Es rief mich zu sich, doch der Grund dafür war unklar, bis ich mich an Waisentraum erinnerte. Diese Echos, könnt ihr mir etwas über sie sagen? Echos aus anderen Wirklichkeiten. Meine Macht zog sie hierher, wo sie zwischen diesem Pfad und ihrem eigenen gefangen sind. Sie sind verwirrt. Sie leiden. Bis ich wieder die Kontrolle habe, kann ich sie nicht befreien. Sollte ich sonst noch etwas über die vielen Pfade wissen? Ich würde selbst gern mehr wissen, doch der Sturm erfüllt meinen Geist. Das Wissen um die vielen Pfade kommt in Schüben zu mir, als Eingebung. Es sind Möglichkeiten, die noch nicht eingetreten sind. Nahe und ferne Wirklichkeiten. Vielleicht werde ich es verstehen, wenn ich meinen Geist beruhigen kann. Ja, irgendwie werde ich noch nicht so ganz schlau aus ihrer Rolle. Also sie scheint ja nicht böse zu sein, aber ich weiß halt nicht, weil Hermeus Mora meinte ja, sie könnte alles zerstören in der Wirklichkeit. Nun, wenigstens redet sie endlich. Das ist mehr, als ich geschafft habe. Ich hoffe, ihr habt ihr gesagt, dass sie gehen soll. Meine restlichen Gäste wollen schon zahlen und sich einen weniger seltsamen Ort suchen. Manchmal denke ich auch, dass sie wahnsinnig werden könnte. Ne? Also wenn sie ihre Erinnerung wieder zurück hat, dass sie dann wahnsinnig wird und sagt, oh, ich weiß, was meine Aufgabe ist. Ich muss die Welt zerstören. Nein, sowas in der Art halt. Sie erwähnte ein Getränk namens Waisentraum. Sie will, dass ihr es für sie macht. Ich wusste, dass sie etwas trinken will. Aber Waisentraum? Ich habe noch nie davon gehört. Und ich kann jedes Rezept aus jeder Ausgabe des Gastwirthelfers auswendig. Wartet, mir ist gerade etwas eingefallen. Vielleicht haben wir doch noch Glück. Was ist euch eingefallen? Der vorherige Besitzer hinterließ überall auf dem Hof Müll. Ich habe ihn sortiert und dabei fiel mir ein Buch über obskure und uralte Getränke auf. Vielleicht enthält es ein Rezept für Waisentraum. Geht hinten raus und findet dieses Buch. Ja, wenigstens wissen wir jetzt, wie wir hinten rausgehen können. Ich durchsuche den Hof des Gasthauses nach dem Buch über obskure Getränke. Gilredals Buch obskurer und alter Spirituosen, so heißt das Buch. Sucht auf dem Innenhof hinter dem Gasthaus und seht auch im Nebengebäude auf der anderen Seite nach. Da drin habe ich auch Müll gefunden. Bringt mir das Buch und wir sehen nach, ob das Rezept, das wir brauchen, darin steht. Irgendeine Ahnung, warum ihr dieses Getränk so wichtig ist? Keinen blassen Schimmer. Gastwirte kümmern sich um jede Menge Bitten, die sie nicht verstehen. Unsere Aufgabe besteht nicht darin, Fragen zu stellen. Uns gibt es, damit wir zuhören und den Gästen dabei helfen, sich zu entspannen und ihre Sorgen zu vergessen. Obwohl das für diese eine Gästin vielleicht anders ist. Was meint ihr mit anders? Starke Getränke benebeln den Geist, richtig? Das dämpft so manchen Schmerz. Aber wirkt ihr Geist denn nicht schon wolkenumflort und vielleicht sogar sturmumtost? Ich glaube, sie will ein Getränk, das ihr Klarheit verschafft. Ja, das hatte sie letztendlich gesagt. Hier hinten war das, ne? Ja, aber es wird mir nicht angezeigt. Jetzt zeigt er mir... Ach, hier ist noch ein Ausgang? Nee. Oder? Doch, hier ist noch ein Ausgang. Ach! Schau mal, einer guck. Aber es kommt, glaube ich, ins Gleiche, oder?
Hallöche, was ist das denn für ein schleimiges Viech da unten? Spiegelwurm, okay. Gut, Moment, Rezept. Ach, da hinten ist es. Okay, dann jetzt mal weg hier. Schleimviech. Ich dachte, die Arbeit als Tavernenwirt würde mein Leben einfacher machen, nicht voll mit wütenden und betrunkenen Gästen. Händlern, die mich übers Ohr hauen, Steuereintreibern und so weiter. Vielleicht hätte ich mich eingehender informieren sollen, bevor ich mich ins kalte Wasser stürzte. Eine weitere Lektion, die Akosch diesen alten Mönch lehrt. Wie viel ist das? Ja, okay. Heute betrat eine ältere Dame mit einem recht beeindruckenden roten Hut die Taverne. Nun, als älterer Herr habe ich sie definitiv bemerkt, natürlich mit allem Respekt. Auch wenn ich kein Mönch mehr bin, bin ich doch nach wie vor von guten Manieren verpflichtet. Außerdem war ich nie lüstern, selbst in jungen Jahren nicht. Warum rechtfertige ich mich in meinem eigenen Tagebuch? Wie dem auch sei, ich hielt mich an das übliche Ritual eines Tavernenwirts und fragte sie, was ich hier bringen dürfte. Zu meinem Erstaunen bestellte sie starken Whisky. Für gewöhnlich bestellten Gäste ihres Stands anspruchsvollere Getränke und nichts, von dem ein Maultier das Bewusstsein verliert. Pflichtbewusst ging ich die Flasche holen. Beim Einschenken fragte ich dann beiläufig nach ihren Namen. Ich hoffe zumindest, dass es beiläufig klang. Sie sagte, ihr Name sei Leonara, bei dem Göttlichen, welch wunderschöner Name. Ich aß heute erneut mit Leonara zu Abend, dieses Mal bei ihr zu Hause. Wir redeten über unser jeweiliges Leben und unsere Hoffnungen, was sie uns noch bringen würden. Ich brachte zum Ausdruck, dass es mir trotz der überraschenden Komplexität Freude bereitete, meine Taverne zu füllen. Mir wären nunmehr Gäste ganz recht. Vielleicht sollte ich Unterhaltung engagieren. Wir besprachen dies eine Weile, als ihr plötzlich die Idee kam, das Geschäft zu einem ausgewachsenen Gasthaus auszubauen. Ich könnte ein zweites Stockwerk mit Betten anbauen und den Übernachtungsgästen Mahlzeiten anbieten. Diese Idee begeisterte mich so sehr, dass ich beinahe unverzüglich mit der Planung begann. Vielleicht erinnerte sie mich an meine Zeit in der Abtei, als ich mich um meine Brüder kümmerte. Diese Aufgabe hatte mir immens Freude bereitet. Ja, ich denke, dass ich genau das tun sollte. Leonara ist heute bei mir eingezogen. Bisher habe ich in einem kleinen Bett in einem Nebenzimmer geschlafen, was für mich alleine mehr als genug war. Aber ich überraschte sie mit einem brandneuen Bett, groß genug für uns beide. Wir werden im zweitgrößten Zimmer im Obergeschoss wohnen. Das Größte überlasse ich meinen zahlungskräftigen Gästen. Mein Leben als Mönch war gut, erfüllend, interessant und spirituell. Aber mein Leben als Tavernenwirt, ich hätte es nie besser... Also, ich hatte es nie besser. Ich dachte schon, ich hätte es nie besser treffen können oder so. Okay. Such das Rezeptbuch höher. Das heißt, wir sind hier noch nicht fertig. Ist ja logisch, ne? War ja nur ein Tagebuch. So, Krabbler bringen die. Ich hatte nämlich eben gar nicht drauf geachtet. Die Flaschen sind aber auch mal komisch reingesteckt. Haben wir hier oben was? Das sieht gut aus. Buch Obscura und alter Spirituosen. Das klingt doch gut. Zeitsturm, Waisentraum, explodierendes Pony. Das wäre mal ein geiler Name für ein Getränk. Okay. Ich würde sagen, wir haben dann alles, was wir brauchen. Es sei denn, dass wir jetzt noch irgendwelche Zutaten holen müssen, aber davon hat er jetzt nichts gesagt. So, zum Gastwirt. Gastwirt. Da müssen wir einmal... Das nehmen wir auch mit. Einmal hier rum. Natürlich nehmen wir die Sachen auch mit, die hier drin sind, weil wir wissen ja, dass wir bei sowas gut Rezepte kriegen. So, wo ist der Gastwirt? Diese Richtung. Übrigens damit auch der große Tipp, ne? Wir sind jetzt gerade
hier oben ausgestoßenes Gasthaus. Da findet ihr auf jeden Fall auch gut Sachen und bestimmt auch gut Rezepte. Sie hat sich nicht bewegt, seitdem ihr gegangen seid. Ich versuchte, mit ihr zu reden, aber sie murmelt nur leise vor sich hin. Sie würde mir fast leid tun, wenn sie mir nicht das Geschäft zunichte machen würde. Habt ihr das Buch mit obskuren Getränken gefunden? Ja, es wird ein Getränk beschrieben, das die Aleiden kannten und das Waisentraum heißt. Ein Aleidentrunk? Merkwürdig. Dieses Gasthaus wurde auf Aleiden-Ruinen errichtet. Ha, so ein Zufall. Tirumgras? Horchfruchtsaft? Lautenbeeren? Ah, von diesen Zutaten habe ich noch nie gehört. Doch ich könnte das Geschmacksprofil nachahmen. Ich bräuchte nur ein paar Ersatzzutaten. Natürlich, als ob ich Hellseherin wäre. Wodurch könntet ihr diese Zutaten ersetzen? Ah, darüber muss ich nachdenken. Vielleicht Frostmiriam. Oh, ein wenig Lotus könnte gehen. In der Zwischenzeit muss ich etwas Sirup machen. Geht in den Keller und bringt mir ein bisschen Zucker. Ich denke weiter über diese Sache nach, bis ihr zurück seid. Ich gehe in den Keller nach Zucker suchen. Es klingt nach einer spannenden Herausforderung, einen weißen Traum nachzumischen. Das wird mich sicher davon ablenken, was in meinem Gasthaus vor sich geht. Ihr findet die Treppe zum Keller in dem Raum hinter euch. Er führt zu einer alten Ruine, aber das muss euch nicht kümmern. Kommt drauf an, wenn da was drin ist. Ihr habt von den Zutaten für dieses Rezept noch nie gehört? Noch nie. Ich kenne mich mit Getränken aus ganz Tamriel aus. Und keine dieser Zutaten klingt vertraut. Doch das wird mich nicht aufhalten. Vielleicht können wir diesem Getränk wieder zu Beliebtheit verhelfen. Euer Keller ist mit alten Ruinen verbunden? Oh, sicher. Solche alten Ruinen findet man in ganz Kolovia. Der ursprüngliche Besitzer erbaute das Gasthaus auf einer. Wer auch immer den Keller ausgrub, brach in die Ruine durch und ließ es dann einfach so. Ich lagere nun dort unten meine Vorräte. Auch nicht schlecht. Blöd ist es nur, wenn die dann von irgendeinem negativen Zauber oder sowas... das ist nicht hier, oder? Moment. Tiefer. Ah, hier. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.